06 TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Alex Langnitz, mit Sicherheit nicht das Karriereende, das du dir irgendwann mal so vorgestellt hast. Am Ende feiert dich der Block. Du hast ein bisschen Tränen in den Augen, tröstet es über den Moment ein bisschen hinweg. Ja, ich habe gerade so ein bisschen die 3 Jahre Revue passieren lassen. War eine geile Reise mit den Jungs, mit allen Spielern, die auch dabei waren, aber vor allem auch mit den Jungs, die uns immer begleitet haben. Und Gelb-Rot im letzten Spiel ist irgendwie so ein bisschen auch, kann auch nicht jeder. Es passt auch zu deiner Karriere, ich kann es nicht sagen, kannst du sagen? Ja, intensive Spielführung und manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus, ist schon okay, ja. Wir sind an der Hammerstraße mit Sicherheit so schnell nicht vergessen, sonst würde dich der Block ja auch nicht so feiern. Was nimmst du mit? Ja, dass man einfach hart arbeiten soll und das immer honoriert wird. Und dass Preußen Münster einfach ein geiler Verein ist. Gerrit Wekamp, es war ein wildes Fußballspiel heute Abend in Oberhausen gegen Wuppertal, das am Ende ihr selbst irgendwo verloren habt, muss man so sagen? Ja, wir haben das mit einer unfassbar schlechten Anfangsphase verloren. Also wenn du nach, ich glaube, 15 Minuten 3-0 hinterherläufst, dann ist es verdammt schwer, weil der Gegner hat auch Qualität. Und ja, wir sind über das ganze Spiel nicht in das Spiel reingekommen, was wir eigentlich können. Es hat immer wieder irgendwo ein Schritt gefehlt, immer wieder Kleinigkeiten gefehlt, manchmal was Großes gefehlt. Ich bin froh, dass wir uns in der Halbzeit nochmal zusammengerissen haben, in der zweiten Halbzeit, dass wir nochmal ein Stück weit zumindest unser Gesicht bewahrt haben und unser Gesicht gezeigt haben. Aber es tut trotzdem weh, zweimal in Folge zu verlieren, weil das haben die Fans nicht verdient, das hat der Verein nicht verdient und das haben wir Spieler oder die Mannschaft das auch noch diese Saison nicht verdient, aber wir haben es uns selber eingebrockt. Gerade so ein Moment, dass man einfach mal wirklich ganz schnell 3 Tore kassiert, gab es ja diese Saison noch nicht so wirklich, oder dass man in Rückstand geraten ist. Was ist dir da kurz durch den Kopf gegangen? Ja, war schon ein Stück weit Frust dabei, ganz, ganz klar, weil wir haben uns schon was vorgenommen. Wir wollten hier schon Punkte mitnehmen und was zeigen. Aber ja, war eine gehörige Portion Frust, die wir zum Glück in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen was rauslassen konnten. Aber es ist definitiv heute nicht zufriedenstellend, was wir hier heute gespielt haben. Hat man jetzt noch ein Heimspiel, in dem man sich nochmal sauber aus der Saison verabschieden kann? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dieses letzte Heimspiel. Ich meine, man hört es ja, die Fans, die singen hier trotzdem unfassbar. Ich ziehe alle meine Hüte, aber wir müssen uns nächste Woche nochmal ganz, ganz arg zusammenreißen. Und das fängt im Training schon an. Wir können da nicht Larifari im Training machen. Klar, wir sind Meister geworden, wir sind aufgestiegen, aber ich meine, man ist Sportler, um jedes Spiel zu gewinnen. Also bei mir ist das definitiv so. Deswegen müssen wir nochmal, ich weiß gar nicht, es sind ja jetzt 8 Tage im Endeffekt, die wir noch haben bis zur Sommerpause, die müssen wir nochmal wieder eine Schippe drauflegen, damit wir einfach diese Saison krönen können, weil das hat die Saison verdient. Sascha, ihr verliert das 2. Spiel in Folge, trotzdem stehst du hier grinsend vor mir, weil der Block dich da mal wieder zu bringt. Muss man mal wieder drüber wegsehen dann. Muss ich da jetzt noch was dazu sagen? Guckst du dir doch an, unsere Jungs sind die Besten. Wir haben jetzt natürlich heute verloren, haben eine ganz schlechte, miserable erste Halbzeit gezeigt. Wie ich uns in diesem Jahr noch nicht gesehen habe. Aber dann, ich bin gerade so ein bisschen, so schön, dann machen wir die 2. Hälfte, machen es dann wieder besser, tun wenigstens das Ergebnis ein bisschen verbessern auf 4-3. Aber es ärgert mich schon, muss ich ehrlich sagen, weil das haben wir jetzt nicht verdient und unsere Jungs auch nicht. Jetzt gegen Aalen heißt es nochmal alles bündeln, nochmal straffen und da den 3er noch holen. Sprichst gerade an, jetzt das letzte Heimspiel dann nochmal nutzen, um sich einfach sauber aus der Saison zu verabschieden. Das ist ganz klar der Plan, das haben wir auch absolut verdient. Und das wollen wir natürlich auskosten und dann wollen wir nochmal richtig feiern, logisch.